Stopp, stopp, Pause. Warum war da ein Zelda-Jingle im Hintergrund? Weil da im Wer Hintergrund jemand wem gerade. von euch war das? Bei mir war das. Also bei Wessen mir kann es nicht gewesen sein. Mitbewohner spielt dieses schrecklich überhypte Zelda-Spiel? Ich spiele das. Oh. Macht sehr viel Spaß. Das läutet doch nicht an Spaß an Zelda. Ich bin Rollenspieler. Leute haben Spaß falsch und ich habe ein Gefühl dafür, wenn sie falsch Spaß haben. Man muss sich wirklich quälen. Hui! Es gehört zum Hobby mit dazu. Aber Ein echter Rollenspieler. Außerdem, ich sage nicht, Du, dass es ein schlechtes Spiel ist, sondern dass es überhyped ist. Und das ist wahr. Das kannst du mir nicht erzählen. oh, ich muss sagen, also ich persönlich muss sagen, also das allein die Tatsache, dass ich mir in diesem Spiel ein Hoverbike bauen konnte, macht es zu einem der besten Spiele des Jahres. Auf jeden Fall. Ich würde jetzt sagen, das ist so auf einer Ebene mit Elden Ring. You know what? Immerhin spielen sie nicht Komm. Pokémon und finden das Versuchst du unglaublich uns zu geil. triggern, So. Terra? Nee, nein. Vom Spielspaß her. Also, es macht wirklich unglaublich viel Spaß und ich glaube, Elden Ring macht Leuten auch super viel Spaß. Und beide haben eine große Welt. Beide haben eine unten drunter Welt und eine Himmelwelt. Ja, Also. ich glaube, das ist ein schiefer Vergleich, weil wir zwei sehr verschiedene Fokuspunkte haben. Aber Ich könnte wir Spaß sind, an beiden obwohl wir haben. Zeit haben, sind wir kein Gaming-Podcast. Oh. Ganz kurz, jetzt, wo wir es gerade angesprochen haben. Terra, was ist denn jetzt eigentlich mit Pokémon? Du hast es ja gekauft. Ich hab gesagt, Ja. mach das nicht. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war schön entspannt, musste nicht nachdenken, konnte seinen Kopf ausschalten. Und ja, So, Davos, also. jetzt darfst du deinen Rant über Leute, die ihren Spaß falsch haben, machen. No, ich boxe Terra einfach ins Gesicht, wenn wir es das nächste Mal sehen. Das wird nicht passieren. Ich bin Probably schneller. not. Aber ich habe mehr Reichweite. Ich glaube, ihr habt beide extrem lange Arme. Hör mal, Gartenzwerg. Nur weil dir da jeglicher Referenzrahmen kaputt gegangen ist. Das ist gar kein Problem. Ich packe euch einfach beide am Schnürchen, halte ich auseinander. Das ist richtig. Bist du Ich aufgestanden? lach euch alle drei aus. Es wird So. super. Ich habe mir schnell das raus, ich will nicht, dass bei meiner Verhandlung wegen gefährlicher Körperverletzung als Beweisstück A gewertet wird.